In diesem Video zeige ich dir die drei häufigsten Gründe, warum Amateurgolfer zum Saisonstart Probleme haben, den Ball gut zu treffen. Vielleicht ist ja auch deiner dabei, also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video. In meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du nichts mehr versäumen willst in der Zukunft, dann würde ich mich freuen, wenn du es in Erwägung ziehen würdest, den Kanal zu abonnieren. Ja, alle Jahre wieder zu Saisonstart immer wieder dieselben Probleme, oder? Wer kennt das nicht? Man geht raus nach einer langen Winterpause und man trifft den Ball absolut furchtbar. Und dabei gibt es eigentlich nur drei Sachen, auf die man achten muss, damit man wieder so halbwegs wieder reinkommt in den Schwung. Und diese drei Tipps, die ich dir gebe, jetzt sind überhaupt nicht technisch, sondern brauchen eher deine Aufmerksamkeit. Der erste häufige Fehler, der passiert beim Saisonauftakt, ist folgender, dass man, wenn man die Eisen schlägt, den Boden nicht auf der richtigen Stelle trifft. Was meine ich damit? Wenn ich einen guten Schlag machen möchte, dann kommt der Schläger beim Eisen hinein zum Ball, trifft zuerst den Ball und fast den Boden gleichzeitig. Der Ball geht durch den Loft des Schlägers in die Luft und der Ball kann fliegen. Wenn du jetzt zum Beispiel beginnst, etwas zu früh den Boden zu treffen, sprich du hast vor den Boden rein, oder du bist viel zu spät im Boden, oder du triffst den Boden gar nicht, dann wirst du keinen guten Schlag fabrizieren können. Es ist einfach nicht möglich, egal wie gut, egal wie schön du schwingst. Daher ist es eine sehr, sehr gute Übung zum Saisonstart, dass man den Ball hinlegt und ein paar Zentimeter weiter hinten sich vorstellt, da würde noch ein Ball und beginnt kleine Schwünge zu machen und schaut mal, wo man den Boden überhaupt trifft. Kommst du zum Beispiel drauf, dass du wie in meinem Fall jetzt zum Beispiel viel zu weit links bist, ich bin schon fast 15 bis 20 cm links, kann das nicht funktionieren. Was mache ich dann? Dann versuche ich hier einen Weg zu finden, wie ich den Ball wieder besser auf der richtigen Stelle treffe. Das kann natürlich sein, die Ballposition, aber oft, wie gesagt, hilft es nur daran zu denken, dass man das verbessern möchte und man wird auch darin besser. Wenn du das Gefühl dann gefunden hast, dann stellst du dich zum Ball und machst einen kleinen Schwung und versuchst den Boden auf der richtigen Stelle zu treffen. Der zweite häufige Grund, den man am Saisonstart hat, wenn man den Ball nicht ordentlich trifft, ist der, dass man den Ball nicht ordentlich auf der Schlagfläche trifft. Ja, und das ist einer der häufigsten Gründe, warum es zum Saisonstart nicht geht, weil man das einfach nicht erkennt, dass man den Ball eben nicht auf der Schlagfläche trifft. Wie kann ich das überprüfen? Ich habe hier, wie du sehen kannst, ein kleines Tor gemacht für den Ball. Hier innerhalb habe ich einen, der im selben Winkel vom Schaft ist. Das zweite Tee habe ich hier hingesteckt, unmittelbar bei der Spitze. Und ich habe nur ungefähr einen halben Zentimeter Platz zu jedem Tee. Das heißt, die Schlagfläche passt mehr oder weniger perfekt durch. Jetzt kann ich versuchen, auf der Driving Range Bälle zu schlagen und werde sofort sehen, ob ich eines der Tees berühre. Würde zum Beispiel jetzt das innere Tee wegfliegen, dann würde es bedeuten, dass ich eher auf der Spitze war. Würde ich das vordere Tee treffen, also dieses hier, dann würde es bedeuten, dass ich eher auf der Innenseite war, also näher dem Socket. Und dann das sind dann diese Schläge, die da so im rechten Winkel weggehen und sich ganz, ganz furchtbar anfühlen, können aber auch so flach gewusselte sein, also ganz, ganz furchtbare Schläge. Was macht man dann, wenn man das rausgefunden hat? Meistens ist es so, dass man nicht abwechselnd einmal das die trifft, sondern man kommt drauf, da gibt es ein Muster. Zum Beispiel könnte es passieren, dass man sehr, sehr häufig das vordere, also das Tee trifft, das von einem weiter weg ist. Das würde bedeuten, dass man den Ball dann sehr, sehr häufig näher am Socket hat. Und jetzt kann man Folgendes machen. Man kann jetzt das Tor wieder stecken, aber ich gebe diesmal das Tee, das ich dauernd treffe, weg. Und jetzt versuche ich mal, zu Spaß einmal, den Ball zu schlagen und versuche dabei auch das innere, also das genau gegenüberliegende Tee zu treffen. Einfach einmal, dass ich eine Änderung erzwinge und den Ball ein wenig mehr an der Spitze treffe, anstatt hier innen zum Beispiel. Mit ein wenig Übung
kann man dann auch beginnen, die Tees dann wieder zu stecken und dann durch diese Tees durchzuschwingen. Und wenn du den Boden dann auch noch auf der richtigen Stelle triffst, dann fliegt der Ball hundertprozentig. So, und das dritte Problem, das häufig zum Saisonstart auftritt, ist das, dass die Schlagfläche verkantet ist. Was heißt das? Der Spieler kommt zum Ball und die Schlagfläche zeigt jetzt nicht, ja, ich hoffe jetzt gerade zur Kamera, sondern sie zeigt zum Beispiel nach rechts oder nach links. Dementsprechend wird der Ball mehr oder weniger diese Startrichtung vornehmen. Und manchmal ist das einem zu Saisonstart nicht wirklich bewusst und man weiß nicht wirklich, wie man auf die Schläge, die rechts starten oder links starten, reagieren soll. Dabei wäre es doch relativ einfach, dass man mal sich die Schlagfläche ansieht. In meinem Fall habe ich hier ein kleines Tool, das mir das wirklich schön demonstriert, und versuche mal mit kleinen Schwüngen zu schauen, was passiert, wenn ich nur ohne nachzudenken schwinge. Wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, ups, meine Schlagfläche zeigt jetzt nach rechts, wie in diesem Fall, dann kann ich mir überlegen, aha, was kann ich denn tun, damit ich sie etwas gerade bekomme. In meinem Fall habe ich jetzt den Unterarm etwas mehr gedreht, ja, und bekomme die Schlagfläche etwas gerade. Oder andersrum, die Schlagfläche zeigt zu viel nach links, dann könnte es zum Beispiel sein, dass man Chicken Wings hat, mit dem Handrücken zahnbricht und versucht mal hier vielleicht mal mit einer anderen Durchschwungposition die Schlagflächenstellung gerade hinzubekommen. Hier geht es, wie gesagt, eher weniger um Technik, sondern um das Bewusstmachen der Fehler. Und wenn man sich nämlich die Fehler oft bewusst macht, kann man sie ja zumindest ein wenig korrigieren, zumindest so lange, bis man zum Trainer kommt. Lass mich bitte unten in den Kommentaren wissen, ob etwas in diesem Video dabei war, was dir geholfen hat, den Ball besser zu treffen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder bei einem neuen Video. Tschüss!